Wenn du das hier liest, Papa, und hier stock ich schon, soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass Eileen dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Wirklich nur ganz selten, bilde dir jetzt nichts ein. Aber anders als mich, habt ihr Eileen auch noch lachend zwischen euch fliegen lassen. Eine Hand du, eine Hand Mama und dann hoch. Papa? Ich hab's oft ausprobiert. Papa? Papa? Vater? Baba? Wie sagt man Papa, ohne dass es wie eine Frage klingt? Bis ich eine Antwort habe, bleibe ich bei Metin. Wenn du das hier liest, Metin, werde ich tot sein. Du sollst wissen, wie stark es regnete, als Eileen von zu Hause wegrannte. Wie sie, tut mir leid, in mein Ohr flüsterte, die Wohnungstür hinter sich offen ließ und nie wieder zurückkam. Du sollst wissen, wie im letzten Sommer meiner Jugend alle meine Freunde verschwunden sind und wie auch ich versuchte, vor mir selbst zu fliehen. Du sollst wissen, wie auch dein Schatten mich hier verfolgt hat, wenn deine alten Freunde mir ständig auf die Schulter klopften und sagten, ich würde irgendwann werden wie du. Held einer gescheiterten Revolution. Davon werde ich erzählen, aber ich werde permanent lügen.